Hello oder hello oder hello. Ich mag lieber hello. Irgendwie. Wobei, ne, ist nicht der Fall. Herzlich willkommen zu meinem Update. Ja, ich und meine Mädels, wir haben uns, also die liebe Melanie hat es gestartet, hat dieses Projekt im Leben gerufen. Und ja, es ist mein Final Update. Ich hoffe, ja, ich weiß nicht, ob ich das rechtzeitig, bestimmt nicht, hochladen kann, aber egal. Ja, ich zeige euch, mit was soll man anfangen. Ein paar von meinen Produkten habe ich bereits aufgebraucht und ein paar nicht. Ihr könnt meinen Start und mein Fortschritt, meine Fortschritte könnt ihr gerne, ich werde die euch gerne in die Infobox verlinken. Ich zeige euch weiter, wie es geht. Also die Produkte, die ich bereits aufgebraucht habe, sind nicht mehr da. Und was ich euch schon gezeigt habe. Endlich leer, That Vanilla Moment, das Peeling. Hier hat sich noch minimal was eingesammelt, aber das kriege ich nicht mehr raus. Ich habe hier angefangen, das war mein erstes Update und jetzt ist alle. Ja, zu diesem Produkt, was ich sagen kann, ist, dass ich mag solche Peelings, was man, ja, die Peelingkörner in ein Duschgel finden kann. Also das ist so ein Peeling, wo ich nachher sage, entweder muss ich vorher mich duschen oder nachher. Ist nicht so mein, es ist mehr eine Creme. Oder ein Indus Body Lotion mit Peelingkörner sozusagen. Ich mag diese Peelings, die einfach, ja, ich brauche kein Duschgel mehr dazu, ich kann mich waschen. Oder diese Ölpeelings, Salz- und Ölpeelings, das ist schon eine andere Geschichte. Aber das ist mir, ja, schlecht ist es nicht, riecht nach Vanillapudding. Ich habe noch ein Backup da. Wahrscheinlich im Winter werde ich erst aufbrauchen, aber ich brauche das nicht nachkaufen. Ich werde euch auch in mein aufgebraucht Video was darüber sagen. Aufgebraucht die beiden mit dem Shampoo habe ich hier angefangen. Das war mein Update und es ist alle. Ja, hat meine Haare ausgetrocknet, also war nichts. Wow, brauche ich nicht nochmal haben. Dann die Spülung. Habe hier angefangen. Dann da, ich sehe jetzt, hat sich was eingesammelt, aber das habe ich mit Wasser gemischt. Also auch. Oh. Also das ist eigentlich ja mehr Wasser als Spülung. War mir zu wenig Pflege. Ich bin froh, dass es leer ist. Brauche ich nie wieder. Gibt es sowieso nicht, soweit ich weiß. Aber gut. Was haben wir noch hier? Das hier Color Expert mit Omegaplex Farbversiegelungskur zum Ausspülen war in Ordnung, ist nicht so gut natürlich wie der Omegaplex, nicht Omegaplex, Olaplex, ne? Aber war okay. Also es war mir ein bisschen mehr Pflege als eine Spülung. Würde ich mir das noch kaufen? Nur wenn es so 1 Euro, 2 Euro kostet. Mehr würde ich nicht dafür ausgeben. Dann Facial Sheet Mask. Ne, die Masken machen wir ganz am, ja, ganz zum Schluss. Ich habe es auch gebraucht. Soft Peeling von Isana Young mit normal, für Normal- und Mischhaut. Ja, war nicht schlecht. Also ich kann mir vorstellen, das nachzukaufen war in Ordnung. Ich war hier beim letzten Update. Ich habe es angebrochen, als es neu war, oder? Ja. Und ja. Also tolles Produkt. Wenig Geld, das war tatsächlich soft. Ja, nicht schlecht. Gut gemacht, die Sahne. Dann mein Parfum ist leer gegangen. Touch of Seduction. Ich habe zwei Parfums in diesem Projekt gehabt. Ich habe hier angefangen und es ist alle. War ein toller Duft, wie immer von Christina Aguilera. Und die halten relativ gut. Also für den Preis sind die ganz okay. Das war, wie gesagt, Touch of Seduction. Und ganze, wie viel Milliliter? 30 Milliliter waren hier enthalten. Also bei Düfte, die, ich bin ein Duftfresser sozusagen. Bei mir gehen die Düfte mega schnell leer. Dann diesen Set, S. Oliver Woman Body Lotion und Duschgel. Die waren ungefähr so voll.
ja, muss ich nicht nochmal haben. Das Parfum davon riecht ein bisschen anders. Riecht nicht schlecht, aber wie gesagt, muss ich nicht nochmal haben. Das Duschgel war nichts Besonderes und die Bodylotion war eigentlich ja fast keine Pflege. Von daher aufgebraucht und braucht man nicht mehr. Was mega tolles war, Softly Jil Sander Melting Body Milk. Das ist alle, habe es sogar aufgeschnitten. Oh, das ist so ein sauberer Duft. Ich überlege mir, das Parfum zu kaufen. Also, das war echt. Ja, so ein Weichspülerduft. Von Pflege braucht man nicht reden, aber es war sehr toll als Duft. Ja, 75 ml Bodylotion. Super. Dann tut es mir Therapie, meine Feuchtigkeitscreme, Nachtcreme. Ich war hier beim letzten Update und jetzt ist die alle leer. Mega. Also, wenn man eine reichhaltige Creme braucht und ja. Ich habe die sehr gut vertragen, abends richtig dick eingecremt und brauche keine Maske mehr. Ich habe keine Maske mehr gebraucht und super, soweit ich weiß, gibt es die nicht mehr. Ich habe, glaube ich, zwei Backups davon und darüber freue ich mich, weil das war richtig gut. Dann zwei Masken habe ich noch aufgebraucht und zwar Facial Sheet Mask with Charcoal und Sea Salt Extract. Super. Und die Essence for Boys and Girls Hydrating Refreshing. Diese Maske habe ich dazu genommen und noch eine, was ich nicht aufgebraucht habe, weil ich habe mir gedacht, why not? Natürlich, ich habe es nicht geschafft. Eigentlich habe ich die Masken, also die war die letzte in meinem Projekt und die habe ich zusätzlich genommen. Ja. Waren in Ordnung, das war in Ordnung, die habe ich noch nicht aufgebraucht, muss ich schon, aber nichts Besonderes, für 1 € passt, mehr würde ich nicht dafür zahlen. Und die zwei Produkte, die ich nicht geschafft habe, einmal Ghoul, Tiefenaufbau, bla, so ein Haarölgeschichtenzeug und das hat auch Dimethikonöl drinnen, ja. So viel habe ich noch übrig. Ich habe hier angefangen, mein Update. Und jetzt bin ich hier. Ja, ich glaube, zwei Anwendungen maximal habe ich noch drinnen. Aber ja, heute muss ich mir die Haare waschen. Es kann sein, dass es leer geht. Ich habe es nicht geschafft. Und meine geliebte Essence 24 Stunden Hand Protection Balm. Ich habe noch eine mit Kiwi hier. So viel ist noch drinnen. Eine gute Woche. Wenn nicht sogar mehr, weil ich werde die auf jeden Fall aufschneiden. Super Duft, tolle Pflege. Ich habe die in die Arbeit gehabt. 100 ml. Ich hätte es schon aufbrauchen können, also längst. Aber ich habe vergessen, dass ich diese Creme im Projekt habe und ich habe was anderes aufgebraucht und so weiter und so fort. Von meiner Seite, wie gesagt, ja, von eurer Seite gesehen ist mein Projekt ein Fail. Von meiner Seite, außer diesem Produkt, ich habe es geschafft, würde ich sagen. Egal, man gewinnt nicht. Man schafft nur seine Produkte aufzubrauchen und das ist sehr wichtig. Ihr könnt euch selber solche Projekte mit euch selber machen. Macht einfach 12 Produkte in 12 Monate oder so. Sucht ihr euch 12 Produkte raus oder 24. Okay, let's make it challenging. Sucht mal 24 Produkte, tut ihr die euch auf die Seite und schaut mal, was ihr davon aufbraucht. Oder 12 Duschgele. Das kann man schon machen. Es ist schon machbar. Ich bedanke mich bei die lieben Mädels und bei die liebe Melanie, dass ich dabei sein dürfte. Und ja, solche Projekte machen immer Spaß. Bei mir ist es nur ein bisschen schwieriger mit dem Filmen, weil ich finde fast nie die Zeit. Aber ich gebe Mühe viel. Und ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten. Tschüss.